So, da sind wir wieder. Frisch zurück ans Werk. Hoffen wir mal, dass das nur ein Versehen war. Weapons ready. Ja, ja, Weapons ready. Da! Da! Ich gehe mal kurz außen rum. Ich trigger erstmal alles. Das ist ist ja einer. Hi. Oh Gott, ich laufe. Okay. Intruder alert. Knack. Oh, hallo Freunde. Nein, das ist die falsche Waffe. Ah. Ist voll schlimm mit den Laserwaffen, dass man dann nichts mehr sieht, wenn die auf einen schießen. Nicht nur wegen den Strahlen, sondern auch, weil der Bildschirm dann so schwimmt. Nervig. Ja, ist ja gut, Freunde. Ist ja alles gut. Perfekt. Yahoo! Ich muss gerade mal ein bisschen in den Nahkampf gehen. Okay. So, wo sind die nächsten Freunde? Ich stelle mir gerade vor, wir würden das hier in einem neuen Survival-Mode machen. Der übrigens schon draußen ist, also in der Beta-Version. Aber ich dachte mir, fürs Let's Play lassen wir das mal mit der Beta-Version. Ich weiß gar nicht, ob ich den anderen Patch damals in der Beta-Version direkt ausprobiert hatte, aber... ja, muss nicht sein. Okay. Wo ist unser Freund mit dem Raketenwerfer? Und das da ist wohl Liberty Prime. Der kommt direkt aus Transformers. Nein, warte, der hieß nicht Liberty Prime. Optimus Prime hieß der. Oh, fuck. Hiss? Okay. Wo ist er hin? Na, aber zu früh. Dann stürmt doch auch nicht so nach vorne. Ich könnte auch das Gauss-Gewehr nehmen, aber
so viel Munition haben wir nicht dafür. Und das geht auch so. Außer dass wir ein paar von unseren Teilen für die Power-Rüstung verbraten, aber. Wenn nicht hierfür, wo denn dann? Oh Gott, was er wieder aushält. Da sind meine Beine wieder kaputt. Nein, er ist wieder eingefroren. Was ist denn hier los? Vor allem... Ja, well. Kann voll viel dagegen machen. Irgendwas ist hier unkoscher. Okay, Moment. Ich mach das mal gerade live. Was krieg ich hin? Taskmanager. Nein, nicht das. Nicht das beenden. Hörst du auf. Task beenden. Okay, die Aufnahme läuft weiter. Ihr seht nur Schwarzbild und Fallout starten. Okay. Wegen 5 Minuten? Nein, nicht quit. 5 Minuten, das geht ja nicht. Naja, schneide ich mich ja dumm und dämlich. Aber was ist da los? Ich meine, wir hatten über 100 Folgen lang im Prinzip keine Probleme, die von Fallout kamen. Wir hatten ein paar Probleme mit Windows, beziehungsweise ich hatte die Probleme mit meinem Rechner und Windows und tralala und Hardware und hast du nicht gesehen. Aber dass Fallout jetzt an der gleichen Stelle zweimal freest? Cool, also ich meine, alle guten Dinge sind drei, aber wenn es jetzt nochmal passiert, weiß ich nicht, was ich dann machen soll. Dann muss ich vielleicht mal... Aua, 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 aua. Was? Au. Alter. Ja, natürlich sind die Minen wieder alle da oder noch eine zweite Reihe, was weiß ich nicht. Da. So, ich nehme jetzt mal hier die Speicher nochmal. Das ist so, das ist auch wieder so ein Moment mit dem neuen Survival Mode, wo ich mich tierisch drüber aufregen würde, dass man dann alles nochmal machen kann, weil man ja nur beim Schlafen speichern kann. Ja, komm, verrecke. Danke. Wo ist jetzt der Typ mit seinem Raketenwerfer wieder? Ich sehe ihn nicht. Ist aber nicht viel zu sagen. Ach, komm schon. Raketenwerfer, yay!
Come here. Let's get you some. Wie? Light him up. Alter. Kommen die Typen mit ihrem Raketenwerfer die ganze Zeit her? So. So violent. Oh, er hat die Kugel für ihn gefangen. Und der Nächste, der die Kugel für ihn fängt. Was zur Hölle? Ihr seid ja alle lebensmüde. Wie viele da noch kommen? Was ich auch nicht verstehe ist, haben die nicht genügend Power-Rüstung für alle? Ich mach hier Kleinholz aus denen, ja? Die haben keine große Chance. Alle 5 Sekunden speichern, ich trau dem Game nicht. Klappe. Keine Musik. Schade. Irgendwas fehlt. So leise. I believe we're supposed to file a police report, yes? And all the little things going back is for evidence. Ja, natürlich. Power Transfer. Ich glaube, dafür müssen wir erst noch ein bisschen was machen. Gantry Control Area Terminal. System inactive. Currently inactive. Nein, 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 nein. Okay. Triple Barrel Missile. Ich nehme den einfach mal mit. Vielleicht können wir ihn ja gebrauchen. Ach. Ja, zum Glück. Ich jag noch die ganze Zeit Spritzen rein. Nicht something. Jemand. Jemand! Jetzt wird das Wetter natürlich noch schlecht. Okay, komm, wir müssen jetzt hier nicht alle looten. Ich habe Angst, dass es wieder crasht. Minigun brauchen wir nicht, die macht viel zu wenig Schaden bei unserer Skillung. Das haben wir schon gelootet. Okay, müssen wir hier... Hallo! Don't make me come find you. Ah, Legendary. Ich habe mich schon gefragt, wann die ersten Legendaries kommen. Okay, also das macht definitiv überhaupt keinen Schaden. Fusion Core removed. Das. Wieso habe ich den nicht getroffen? Okay. Dass ich jetzt auch gerade ausgerechnet das Wetter verrückt spielen muss. Wait, what was that? Was ist andere denn? Hallo? Violent tendencies great. I do not see them anymore. Klack, 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 klack. Hört sich nicht sehr gesund an.
ist das? Einer von den Generatoren. Da ist eine Tür. Ja, natürlich. Das ist nicht die richtige Waffe dafür. Das ist meine Power Armor. Master. No. So, toll. So eine Kiste. Wow, ich bin begeistert. So, okay. Na schön, dann gehen wir jetzt durch diese Tür oder da hoch. Durch diese Tür können wir nicht. Das ist die große Tür vor dem Liberty Bot. Da fliegt er los. Na schön. Okay. Alles klar? Gut. Munition braucht ihr nicht mehr, ne? You must be careful that the police do not spot you. Stealing is a felony. Natürlich. I suppose we should be back. Hopp, hopp. Ja, deine Defensive Abilities sind die, mir immer genau vor die Fresse zu laufen. Gerade leicht flankiert. Was ist der Typ? Ah.
Oder so. Contact lost. Regrouping. Den wollte ich eigentlich mit der Pistole erwischen. Okay. Gerade mal ein bisschen leiser. Ist auch mal ganz schön. Ein bisschen stiller. Okay, wo geht's hier hin? Ich weiß, da waren die Generatoren, aber... Okay. Tatsächlich drauf schießen oder was? Ah. Nice. Das Wetter ist besser geworden. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen einen Leg, Right Leg. Huch, so wollte ich gar nicht. Damit. Ach komm, bevor ich jetzt das gefunden habe, was noch funktioniert. Bevor war auch, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür. Egal. Nice. Okay. Und da hinten lang. Deutet doch den Aufzug, oder? Ich glaube, wir müssen mit dem Aufzug fahren. Busted. Schade. Speichern können wir mal wieder. Intruder, all right there. Reach Liberty Prime. Sofort, sofort. Muss noch looten. Aufpassen, dass ich nicht von einem Vertibird zerquetscht werde. Huch! Freunde! Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Mein Gott. Wie ist das gewesen, wenn er da nicht weggegangen wäre? Vor allem, ihr steht jetzt hier rum, ja, wo nichts ist, wo alles schon gelaufen ist, anstatt dass ihr mitkommt und mir helft. Okay, machen wir die Tür auch noch auf. Gut, dann halt nicht. Die Geschütze haben sie ganz schnell wieder repariert. So wie es aussieht. So,
Perfusion Cells, mit denen wir gerade nichts anfangen können. Ach, hier sind wir. Okay. Relay complete. Virus proceeding to target. Jetzt sollen wir die erst. Verdammt. Ah! Aua, 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 aua. Alle die Dance. Tut mir leid, Mann. Ah, du gehst ja nicht hoch. Wo ich hin? Hier, die Leiter. Auf so rum zu tanzen. Aua. Hostile Software detected. Communist subversion likely. Nein! Oh! Das Spiel läuft für mich gerade auch für, keine Ahnung, 60% der Zeit 30% langsamer, einfach weil die Framerate so im Keller ist. Das ist furchtbar laut. Und... Null, was? Was zur Hölle? Und da fällt einer echt. Ah, ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Aua. Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Ja. Aerial incursion by communist forces cannot succeed. Initiating directive 7395. Destroy all communists. Time to go, sir. We're relaying to a safe location.
Ui, was geht jetzt ab? Wir mussten nicht mal Maxen töten, der schwebte da die ganze Zeit irgendwie über meinem Kopf und war einfach nur super laut. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen. Ich war komplett deorientiert. Das ist, wow, sowas habe ich noch nicht erlebt. 30 Frames gepaart mit dem gleichzeitigen Drop der Game Speed dabei und dann auch noch das ganze Geschieße und Effekte. Wow, Wahnsinn. Was? Festhalten. Alter. Ja, war cool. Easy, Mann. Alter Schwede. Das ist jetzt noch 2 Jahre weiter. Hey. Unit X688 speaks highly of your combat skills. Kaum sind wir hier raus. Und auch den Taskmanager offen auf dem zweiten Bildschirm. Kaum sind wir hier raus, droppt einfach mal die CPU-Last auf 25%. Ja, unfassbar. Tja. Wow. Das war viel Action. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier gerade mal die Aufnahme mit... Ich werde die beiden Folgen zusammen raushauen. Diese Absturzfolgen. Das heißt, das sind jetzt 32 Minuten und die 40 Minuten von vorhin. Kommt alles an einem Tag, wie man vermutlich mittlerweile festgestellt hat. Und wir reden dann in der nächsten Folge mit unserem Sohn. Und bringen vorher noch die Rüstung weg. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt mehr gesehen als ich, aber ich glaube nicht. Ja, bis zum nächsten Mal.